Hallo Leute und willkommen zum letzten Gefecht der ersten Vorrunde unseres Rouge-Turniers. Das Replay wurde etwas verzögert eingereicht, leider. Aber ich sag mal, diesmal machen wir noch eine kleine Ausnahme. Abgabetermin war gestern. Beide Teams dachten, das Replay wäre schon seit Tagen eingereicht. Und ich habe da immer wieder Stress gemacht. Leute, spielt doch endlich das Spiel. Und die dachten, die müssen die komplette Vorrunde fertig spielen. Nee, so war das nicht gemeint. Also es war ein kleines Kommunikationsproblem. Aber trotzdem seht es als Verwarnung an. Ich muss euch leider verwarnen, weil das Replay massiv zu spät eingereicht wurde. Ich meine, ich habe die Abgabe jetzt frisch ja schon mehrfach verlängert gehabt und es war immer noch nicht da. Hat jetzt auch relativ viel Zeit gekostet, das alles zu organisieren. Also ich bitte euch bitte, die Replays rechtzeitig abzugeben oder euch bei mir zu melden. Und wenn ihr jemanden beauftragt, das Replay hochzuladen, dann solltet ihr es auch bitte machen. Ja, weil ich glaube nicht, dass es am Zeitmangel oder so lag. Das wird wahrscheinlich einfach nur vergessen, aber da muss man halt wirklich drauf achten, weil im Endeffekt habe ich die Arbeit und ihr wisst ja, umso mehr Arbeit ich habe an einem Rouge-Turnier, umso seltener wird eins stattfinden, welche ich dann nur machen kann, wenn ich Zeit habe. Ist ein bisschen schade. Aber gut, jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel. Mr. Pigman und Eike gegen Bruchpilot und Meno. Hier haben wir zwei Russen. Russen sind generell auf der Karte sehr, sehr gut. Zum einen durch die vielen Wälder und Städte sind Quadias sehr effizient, ab 42. Und 1939 hat man MKVs, die extrem stark sein können. Gerade durch die hohe Reichweite. Wenn es viele Wälder gibt und man positioniert sich da richtig, kann man da richtig viel Schaden mit anrichten. Auch durch die Brücken etc. Und ja, dann natürlich einen Deutschen und einen Japaner. Beide mit dem Vorteil von 8-8. Und ja, das schauen wir uns einfach noch an, wohin sich das entwickelt. Das ist nämlich nicht so, wie man es erwartet. Normalerweise geht man davon aus, dass der Japaner auf 8-8 oder Luftwaffe geht. War in dem Fall nicht so. War aber eine interessante Taktik. Aber das sehen wir später noch. So, die Deutschen sind natürlich auf der Map auch keine schlechte Entscheidung. Ich persönlich wäre mit dem Deutschen noch auf Luftwaffe gegangen, weil Stukas hier auch relativ böse sein können. Weil man sich meistens nur hier in seinem eigenen kleinen Feld mit Luftabwehr eindeckt. Und dann kann man eben mit Stukas, ich bin immer noch leicht erkältet, Entschuldigung, kann man eben mit Stukas eine Offensive vom Feind sehr leicht unterbinden. Das ist ja so eigentlich das Hauptziel. Vor allem, wenn man Offensiven vom Feind unterbinden kann, wenn man das weiß, dass es geht, sich da quasi in Sicherheit bringt, dann kann man auch offensiver Nachschubdepots bauen und das ist bei der Map hier auch ganz wichtig. Es gibt viele Nachschubdepots, auch in Reichweite, aber die meisten davon sind relativ gefährdet. Die Nachschubdepots oder das Nachschubdepot, auch das Nachschubdepot hier, sind natürlich sehr schwer zu halten. Deswegen geht es auf der Map sehr, sehr stark darum, die eigenen Depots halten zu können, um eben auf einen wirtschaftlichen Vorteil zu kommen, beziehungsweise einen wirtschaftlichen Vorteil zu bekommen. Da ist übrigens Ulm. Finden uns also in Baden-Württemberg, wobei da drüben irgendwo Nürnberg oder so ist. Da sind wir dann wieder in Bayern. Nee, oder? Augsburg war es. Genau, Augsburg. So. Die Taktik da oben finde ich relativ gut, beziehungsweise die beiden Taktiken hier finde ich sehr, sehr gut. Und zwar, der Japaner macht etwas, was der Japaner eigentlich nicht tun sollte, er rusht. Sieht man selten, warum Panzer sind schlecht, Infanterie schlecht. Eigentlich können die Japaner gar nichts, außer die 8-8 und die Flugzeuge 39. Wobei sie die halt wiederum sehr, sehr gut können. Ihr seht auch hier, die Infanterie kann nicht mal, die haben ja wirklich keine wirklich Panzerfeuer, die haben ja bloß diese Stachelladung. Na, trotzdem haben die Chihas Vorteil, dass sie nicht unbedingt gerade ganz langsam sind, was dazu führt, dass sie vielleicht doch durchrücken könnten. Aber das ist auch gar nicht die Taktik, sondern die Taktik seht ihr da vorne, die ist auch relativ gut, finde ich. Hier wird Tarnnetz und Funkschild draufgepackt, damit die Einheiten getarnt werden und die komplette Offensive getarnt wird. Okay, der Feind hat einen Kübelwagen hingestellt, ist bei der Mod auch keine Seltenheit, dadurch, dass die Einheiten billiger sind, kann man sie relativ gut verteilen. Aber, ja, trotzdem, die Taktik hat einen kleinen Überraschungseffekt. Und zwar, die KVs sind natürlich relativ mächtig und können ziemlich viel Schaden anrichten, vor allem, wenn man nicht damit rechnet. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, sehen wir zwei Rushs quasi. Da wird die eine Basis gerusht und die andere. Und die Taktik an sich ist absolut gut, weil ein Rush, da ist man sowieso immer überfordert und man braucht alle Ressourcen, um irgendwas abzuwehren und man kommt eigentlich zu gar nichts und verliert Map-Control und alles. Und wenn es dann auch noch einen Rush auf der anderen Seite gibt, da hat man natürlich ein ziemlich großes Problem. Weil da muss man auch noch das Ganze koordinieren und da will natürlich jeder seine eigene Basis schützen und da kommt auch meistens, ist auch sehr interessant, wenn man zwei Spieler gleichzeitig angreift, wie dann auf einmal die Entscheidungen nicht mehr rational werden, sondern nur noch so, oh, ich will meine eigene Basis schützen.
Aber was das Problem hier ist, ist meiner Meinung nach zu zeitverzögert. Hier wurde zu verzögert angegriffen. Das ist das Problem. Der Rush hier ist quasi schon durch, während der Rush gerade mal ankommt. Und die Aktion hier war auch meiner Meinung nach sehr, sehr kontraproduktiv. Sehr kontraproduktiv sogar. Er hat erstens nichts gebracht und das wusste man vorher. Mit mittleren Panzer der Japaner auf 8-8 zu marschieren macht gar keinen Sinn. Und sie hat die feindliche Front in die Mitte verlegt. Das bedeutet, die komplette Taktik, die darauf beruht, die Armee links zu binden und rechts anzugreifen, hat man quasi selber nicht ruiniert, aber zumindest geschwächt, indem man eine Offensive auf die Mitte startet und der Feind sich schon mal in die Mitte umpositioniert. War also, naja, würde ich mal sagen. Ich hätte da lieber nochmal links angegriffen. Muss man natürlich auf den Siegfried achten. Aber hätte definitiv über die linke Flanke noch irgendwie Druck gemacht. Versucht mich hier zu positionieren, auf das Nachschubdepot zu schießen. Oder generell einfach nur, Entschuldigung, links noch ein paar Einheiten stehen haben. Um auch, wenn der Feind sich dann, ja, hier zieht er die ganzen Truppen zurück, um dann hier noch irgendwie schlagkräftig zu sein. Ihr seht, jetzt funktioniert es auch andersrum wie eigentlich geplant. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, die Truppen hier zu bündeln und dann da drüben anzugreifen. Jetzt ist es eher andersrum, wobei da die Offensive halt schon ziemlich ins Stocken gekommen ist. Aber ihr seht, wie effektiv sowas sein kann. Und hätte man da jetzt die Truppen von der Mitte noch gehabt, die drei Panzer zusätzlich, dann hätte man locker die Infanterie aufhalten können. Also ich fand es ein bisschen komisch, warum hier in der Mitte angegriffen wurde. So, dadurch war natürlich die Offensive an der rechten Flanke zu schwach. Die KVs vom Feind kam zur Unterstützung, vor allem die 8-8 kamen zur Unterstützung und da war es das eigentlich. Also der Plan war sehr, sehr gut, nur dann meiner Meinung nach mangelhaft umgesetzt. Schade eigentlich, wäre auf jeden Fall eine nette Taktik gewesen. Aber was es auf jeden Fall gebracht hat, sind zwei Dinge. Erstens ist Team 2 ziemlich in Panik, sage ich mal, weil so ein Rush, das ist natürlich echt übel und dann ist man total defensiv und man hat eigentlich gar keinen Plan und alles, was man vorhatte, kann man irgendwie über den Haufen schmeißen. Und zum anderen haben sie Map-Control erlangt. Map Control erstmal, ich sag mal, die richtige Map Control, also sie kontrollieren tatsächlich einen gewissen Teil der Map. Aber auch es gibt so den gefühlten Map, die Map Control. Und zwar, wenn ihr den Feind angreift, meistens, wird er euch nicht angreifen, logischerweise. Er ist ja mit Verteidigen beschäftigt. Das bedeutet, theoretisch könnt ihr Nachschubdepots bauen, wo ihr wollt, solange ihr angreift, weil der Feind sich kaum einen Millimeter vorwärts bewegen wird. Das bedeutet, Team 1 kann relativ problemlos Nachschubdepots bauen, was sie auch tun. Und das ist ihr großer Vorteil. Und ich muss kurz raustippen, Entschuldigung. So, auf jeden Fall. Ja, jetzt gibt es natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil zu bekommen. Auf der Karte ist sowieso immer recht. Ja, auf der Karte kommt es eigentlich nicht mal so auf den wirtschaftlichen Vorteil an. Weil hier zum Beispiel so, wenn einer jetzt überraschend auf Luftwaffe geht und der Feind ist nicht darauf vorbereitet, kann sein, er verliert, weil man einmal mit einem Bomber drüber fliegt und alles kaputt ist. Wenn einer auf einmal überraschend auf viel Artillerie geht und man ist nicht darauf vorbereitet, genau dasselbe. Dasselbe mit Panzer, dasselbe mit Infanterie. Also auf der Karte kommt es nur indirekt auf den wirtschaftlichen Vorteil an. Hier übrigens auch noch ein Versuch, das Nachschubdepot abzufackeln. Wobei ich da die Infanterie vielleicht ein bisschen mehr nacheinander reingeschickt hätte. Weil ich glaube, es geht gar nicht mehr in der Mod. Ich glaube, man kann in der Mod nicht mehr seine eigenen Gebäude abfackeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil sonst wäre das Nachschubdepot hier schon längst kaputt. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich vergessen, auf was ich hinaus wollte. Egal. Wenn wir uns die Situation mal angucken, hat Team 2 auf jeden Fall einen Vorteil. Sie haben sogar 2 Sterne von den Frags her, aber sie sind halt nachschubtechnisch unterlegen. Und es bleibt spannend, ob sich das ausgleicht oder nicht. Beziehungsweise wie sich es auswirkt. Ah ja, genau, es geht darum, flexibel zu sein, darauf wollte ich hinaus. Also man muss reagieren können, wenn der Feind auf einmal mit einer riesen Panzerarmee kommt, muss man das Geld haben, um eine Panzerabwehrbasis zu bauen, am besten 2, um schnell produzieren zu können. Wenn der Feind Luftwaffe hat, muss man schnell reagieren können, selber Luftwaffe bauen und so weiter und so fort. Auf der Map halte ich mir auch immer 1-2 Listen auf Reserve, wenn man nie weiß, was man irgendwie tarnen muss. Ich glaube, hier können wir jetzt mal ein bisschen vorspulen. Aber jetzt, ja, Team 2 hält sich meiner Meinung nach hier ein bisschen zu lang auf und diese Situation müssen wir uns auch nochmal angucken. Beziehungsweise sie können eigentlich auch nicht viel machen. Team 1 spielt sehr verschwenderisch. Sie geben sehr viel Geld aus, aber sie halten den Feind mit der Taktik dennoch in der Basis, was natürlich nicht schlecht ist. Und das ermöglicht ihnen eben hier die ganzen Nachschubdepots zu halten. Und hier wieder dasselbe. Jetzt ist der Japaner eigentlich mal auf 8-8 gegangen. Darauf habe ich schon längst gewartet. Wenn der Feind so viele KVs hat, man ist Japaner, dann ist das Erste, was man macht, eine Artilleriebasis bauen. Ist natürlich relativ teuer, aber es lohnt sich definitiv. Wiederum
wenn man einen Japaner gegen sich hat, baut man eigentlich früher oder später immer Artillerie. Und das ist jetzt dann wiederum, hier hat sich das Blatt irgendwie so 2-3 Mal innerhalb von wenigen Sekunden gewendet. Erstmal der KV-Rush, der eigentlich der Befreiungsschlag sein sollte, um endlich aus dieser Belagerung rauszukommen, um endlich diese Nachschubdepots hier sichern zu können, wurde aufgehalten von den 8-8ern. Dann kam aber die Artillerie und die nimmt die 8-8ern jetzt auseinander. Und ihr seht, wenn ihr einfach mal so einen Japaner anschaut, der hat so viele leichte Einheiten auf dem Feld, seine Panzer taugen ja nichts. Weswegen so eine Artilleriebasis sich auf jeden Fall lohnt, weil die zweite Stärke der Japaner ist natürlich die Luftwaffe. Die kann man ja auch mit Luftabwehr kontern. So, der Japaner hat jetzt natürlich ein Problem und der Deutsche denkt sich wahrscheinlich, hätte ich das nochmal vorher gemacht. Aber man war natürlich damit beschäftigt, sich zu verteidigen. Das meine ich immer wieder, wenn man in der Verteidigungsposition ist, na, übertreibt man es auch manchmal. Da baut man mal 10 Panzer, wo eigentlich 2 genügt, also 2 ausreichend gewesen wären. Dann baut man lieber 2 Panzer und noch ein Flugfeld und eine Artilleriebasis oder eine Panzerabwehr oder sowas. Wobei, ich weiß es ja selber, es ist ziemlich schwer. Und das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich gebe hier immer theoretische Tipps. Es gab ein paar Leute, die gemeint haben, ich diktiere so von oben nach unten und gebe quasi den Spielern ein Gefühl, dass sie schlecht sind im Spiel. Nee, ich versuche bloß Fehler aufzuzählen. Und eben Tipps zu geben. Ich weiß selber, dass ich hier die absolute God-View habe, alles sehe, überhaupt nicht in Hektik bin und mir einfach Gedanken drüber machen kann, was denn jetzt sinnvoll wäre. Das bedeutet, natürlich habe ich in dem Moment einen absoluten Vorteil gegenüber Leuten, die selber spielen. Aber ich will ja nur Tipps geben, auch für die Zuschauer oder für zukünftigere Spiele. Und ein paar Leute haben sich auch darüber beschwert, dass ich sag, ich würde das und das machen. Das liegt einfach daran, weil die Alternative zu ich würde das und das machen wäre, man sollte das und das machen. Das ist meiner Meinung nach aber noch schlimmer, weil ein man sollte gibt es in Rouge nicht. Es gibt nicht die perfekte Taktik. Also ich sag auch manchmal, man sollte zum Beispiel die Luftwaffe immer in der Luft halten. Das sind so allgemeingültige Regeln. Aber bei Taktiken sage ich immer, ich würde das so und so machen, weil es nicht heißt, dass meine Taktik vielleicht sogar die beste wäre. Ich sag ja auch nicht, dass ich der perfekte Rouge-Spieler bin. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber ich sag eben dieses, ich würde das so und so machen, weil ich es eben so und so machen würde, das meiner Meinung nach das Beste wäre, was nicht unbedingt heißt, dass es das Beste ist. Also da müsst ihr euch eben mit anfreunden, wie erwähnt, die Alternativen wären nicht besser, meiner Meinung nach. Sondern hier einen Terror draufzusetzen, ist natürlich ziemlich böse. So, jetzt wird natürlich mit Fanatismus gekontert, aber viel zu spät, zumal sich die KVs inzwischen so richtig schön in der Schlange positioniert haben, jetzt eigentlich nur noch auseinandergenommen werden. Normalerweise wäre ich da jetzt stehen geblieben, hätte ich ausgeschalten, aber natürlich nicht, wenn da eine feindliche Panzerabwehrbasis ist und feindliche 8-8. Ich verstehe immer sowieso nicht, warum man mit Panzeroffensiven, vor allem die Russen, weil bis jetzt gab es ja in jedem Replay Russen, warum man mit Panzeroffensiven immer bis 42 wartet. Das macht doch gar keinen Sinn, bis 42 mit einer Panzeroffensive zu warten, weil ab da kann der Feind die relativ günstig kontern. Ihr müsst gucken, dass ihr entweder vor 42 in der feindlichen Basis steht oder ihr auf eine andere Taktik setzt. Also wenn ich weiß, okay, ich bin bis vor 42 nicht da, dann hätte ich in dem Fall vielleicht, anstatt die ganzen T-34 noch zu bauen, wobei bei so einer Überlegenheit kann man es ruhig mal machen, aber angenommen, es wäre jetzt ein bisschen knapper, dann hätte ich definitiv Luftwaffe gebaut. Vor allem als Russe, weil die in der Mod extrem stark ist. So, hier wird die japanische Artillerie gebaut, die übrigens unfassbar schnell ist. 70 km/h, die Dinger bewegen sich so schnell, das ist abnormal. Das unterschätzen auch viele. Also wenn ihr mal schnell irgendwie Artillerieunterstützung braucht, dann liebe ich die Japaner auch für ihre Panzerartillerie. Problem ist natürlich, die Japaner haben nur optimierte mittlere Panzer. Die sind natürlich auch schnell, aber haben dem Tiger eigentlich relativ wenig entgegenzusetzen. So, ja, der Russe jetzt das gemacht, was er immer macht, mit der schieren Masse überrennen. In dem Fall fand ich es auch okay, T-34 zu bauen, einfach weil sie schneller sind. Man jetzt schnell Truppen vor Ort braucht, um die Offensive aufrechtzuerhalten. Dann gucken wir mal, 0 und 8. Ja, aber die T-34 machen halt doch weniger Schaden. Wobei dafür, dass sie die Hälfte kosten, kann man auch wieder drüber diskutieren. Aber jetzt gerade gegen Panzerungsstufe 3 machen die 20. Machen nur 15, das ist dann schon ein Unterschied. In der Masse sind sie aber besser. Ich sehe halt bei den T-34 den riesen Nachteil namens Reichweite. Generell haben die Russen dann ein Problem. Auch der IS-2 hat nur eine Reichweite von 54 Meter, was gerade im Late Game richtig, richtig übel sein kann. Also wenn ihr in einem ausgeglichenen Gefecht seid oder ihr müsst angreifen, auch verteidigen, baut keine T-34, der Reichweitennachteil, der wird euch wirklich, der wird übel werden.
Weil bei den meisten Maps müsst ihr irgendwann mal durch den Wald durch oder an dem Wald vorbei oder über einen Fluss und so weiter. Wenn es wirklich ausgeglichen ist, Reichweite sehr, sehr entscheidend. Ja, jetzt muss man dazu sagen, der Mods ist der Tiger halt dreimal so teuer wie der T34, das macht ihn dann doch nochmal einen Tick attraktiver. Aber ja, ihr wisst ja, ich bin kein Freund davon, das ist jetzt auch wieder eine sehr subjektive Ansicht. Viele lieben den T34, aber ich habe das Gefühl, viele bauen den T34 nur, wenn man ihn halt 42 neu bekommt. Und nicht mal, weil er zwangsläufig besser wäre. Würde man von 1939 an den T34 haben und ab 42 den KV, ich weiß, wird historisch keinen Sinn machen, aber dann wette ich mit euch, würden bedeutend mehr Leute KVs bauen, 42. So, jetzt natürlich noch die Verzweiflungstaktik. Lufttransporter, wobei man natürlich weiß, dass Japaner Luftabwehr hat. Daran hätte man irgendwie denken können. Aber ja, ist eine Verzweiflungstaktik. Ich hätte jetzt aber eher, so Sachen kann man auch mal früher machen. Ich meine, so Verzweiflungstaktiken sind manchmal nicht mal so schlecht. Zum Beispiel so Airbones, also Fallschirmjäger. Die hätten auch schon vor langer Zeit wunderbar in den Wald hier packen können. Ich meine, wisst ihr, wie viel Schaden die gemacht hätten? Die hätten die ganzen Panzer ausgelöscht, die da durchkommen. Generell, man muss aber manchmal so ein bisschen flexiblere Taktiken benutzen, meiner Meinung nach. Was da gemacht wurde, verstehe ich nicht mit dem zweiten Hauptquartier. Das macht gar keinen Sinn, weil das zweite Hauptquartier, das muss man mal ausrechnen. Das rendiert sich irgendwie nach 20 Minuten oder so. Also, macht kaum Sinn. Eben so ein bisschen kreativere Taktiken, mal irgendwo mit Fallschirmjäger landen oder so. Das sieht man viel zu selten, aber gerade Fallschirmjäger in einem Wald, die können Offensive aufhalten. Oder mal versuchen, mit Luftwaffe so Kamikaze-Flüge zu machen in die feindliche Basis, auf irgendwelche Einheiten. Das sieht man meistens erst dann, wenn Leute am Verlieren sind. Verstehe ich gar nicht. Ich meine, wenn mich der Feind angreift und der Feind mit der Offensive beschäftigt ist und ich habe noch irgendwie Zeit zu Micron, da ist doch sowas optimal. Gut, da wird jetzt natürlich das HQ auseinandergenommen. Da seht ihr auch wieder die KVs, die können darüber fallen, die T-34 nicht. Das ist halt ein Riesenvorteil, das muss man halt bedenken. Ja, weil vor da drüben wäre Panzerabwehr gestanden. Denn die T-34 ein ganz schönes Problem gehabt. Die hätten erstmal alle über die Brücke müssen. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn man über eine Brücke angreifen muss. Das ist meistens nicht schön. Auf jeden Fall, Team 1 hat dann doch gewonnen. Woran lag es? Das sieht man hier eigentlich relativ schnell. Natürlich an den Einkünften. Die waren von vornherein eigentlich, war ja auch, schätze ich mal, geplant, dass man eben da auf wirtschaftlichen Vorteil geht. Ich denke, es wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn die beiden Rushs erfolgreich gewesen wären. Waren sie aber dann auch nur so semi. Aber im Endeffekt hat eben die Map Control den Sieg gebracht und da auch noch den Tipp an Profpilot Umeno: passt ein bisschen besser auf den Map Control auf. Also ihr habt da wirklich nur verloren, weil ihr euch die kompletten Nachschubdepots ruinieren habt lassen. Also da hättet ihr ein bisschen besser aufpassen müssen. Generell wäre ich vielleicht noch auf Luftwaffe gegangen. Der Russe hat das aber ansonsten schon ganz gut gemacht. Und ja, und dann war es jetzt eigentlich soweit von mir. Gibt vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung zur ersten Vorrunde mit ein paar Statistiken. Vielleicht mache ich das auch erst am Ende der Vorrunde, also der gesamten Vorrunde, also der Gruppenphase. Mit, welche Nation wurde wie oft gespielt und so weiter. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich es auch nach der zweiten Vorrunde. Noch so, ja, wer hat welche Siegeschancen? Können wir vielleicht auch eine kleine, ein paar Wetten abschließen. Wer kommt weiter, wer nicht. Aber gut, dann war es jetzt soweit von mir. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Replay. Und ja, bis dahin. Ciao, Leute.